think about me. Was stimmt nicht mit dir? Aus dem Weg! Oh, mach nicht so einen Lärm, Tante. Du regst nur die Nilpferde auf. Neb, du bist stark und scheinst furchtlos zu sein. Kannst du einem armen Bauern helfen? Ein Nilpferd hat einen Freund getötet. Ja, die Bestie hat viele getötet. Gestern wurden wir von Banditen angegriffen. Sie haben die Nilpferde aufgeschreckt und auf unsere Felder getrieben. Die Götter lieben es, uns zu quälen. Wir können nicht ernten oder die Toten begraben, solange die Nilpferde auf unseren Feldern sind. Ich helfe dir, die Toten zu bergen.
Armer Vetter. Ist er das? Willkommen. So wie immer. Uns überrumpelt heute nichts. Nein, nicht Meketre. Bewegung! Los! Nein, der auch nicht. Ich würde helfen, aber die Bestien sind mir über. Ist das Meketre? Der nicht. Das ist der Sohn des Bruders meiner Frau. Er war ein Narr. Bewegung! Los! Mein armer Meketre ist tot! Der Letzte, glaube ich. Und Meketre? Und hab Dank, Neb. Nun finden ihre Seelen Ruhe. Wer ist dieser Meketre, um den sie trauert? Unser Beschützer. Tapfer und stark wie du. Er hat immer die wilden Tiere verjagt oder diese Banditen. Jetzt ist wohl niemand mehr da, der uns beschützen kann. Dieser Fluch liegt über ganz Ägypten, wie mir scheint. Wo lagern diese Banditen? Es gibt eine Schlucht. Ich würde dich hinführen, aber es ist viel zu gefährlich. Und jemand muss sich auch um die Toten kümmern. Natürlich. Ich finde das schon. Man nennt die Banditen die großen Hungrigen. Mögen die Götter dich beschützen. Was soll ich jetzt tun? Oh. Ja.
Gebt den Weg frei! Was soll das denn werden? Bewegung! Los! Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Hier kommt keiner lebend raus. Niemals. Hab ich dich! Ich töte dich! Ha! Keiner besteht gegen dich! Was? Wo war ich? Kannst du mich befreien? Ich hol dich da raus. Schnell! Die Banditen vermehren sich wie Karnickel. Danke. Aber warum rettest du mich? Deine Tante sprach von euren Sorgen. Ich helfe sowieso sehr gerne.
Aber einem Beschützer in Not natürlich erst recht. Du bist ein Magi. Wir sind von derselben Bruderschaft. Ja, ich muss schnell nach Hause. Ihr Anführer, der fette Humer, führt die großen Hungrigen auf einen Raubzug. Du bewegst dich wie ein Löwe. Hilfst du mir, sie aufzuhalten? Ja. Ihr Eierteil, Rello. Aus dem Weg! My decision, Gerrit. Mekitre, ich glaube, wir sind fertig. Du hast wie ein Löwe gekämpft. Ich habe sehr viel von dir gelernt. Dank dir bin ich ein besserer Beschützer. Ägypten braucht mehr Menschen wie dich. Das Land braucht mehr Menschen wie uns. Ich werde meiner Tante Lieder von unserem Kampf vorsingen. Ha! Ich kann es nicht glauben. Die Götter haben uns beschützt. Unfassbar. Meketris. Meketre lebt. Und er hat den fetten Homer getötet. Die Götter lieben uns. Oh. Wow. Oh. Right decision, Gerrit. Wir waren die Ersten. Die Ersten, die die Götter sahen.
Die Ersten, die ihre Bestien zähmten. Die Ersten, welche die Seele vor dem Bösen schützten. Wir haben uns dieses Land untertan gemacht und errichteten ein Imperium. Doch nun liegt ein Raunen in der Luft von einer Bruderschaft im Schatten. Sie sind die Ersten, die diesen Namen tragen. Sie nennen sich Assassinen.